first picture. First picture, yeah. Two people. You say we can maybe put 1.5 kilo on this. No, no, I talk about this. This is perfect. This on this, no reflectors, because the people have in front of the reflectors and then it's cut anyway. So we put it on the wall, light it up. No. Hey, not to say it, not to say it, not to say it. Also ich meine, aus Ihrer Arbeit heraus ist klar erkennbar, dass Sie das Atelier nicht besonders mögen, sondern lieber nach draußen gehen. Es gibt da eine Verbindung zwischen diesen Bildern und vielen anderen von Ihnen. Sie ziehen schlechtes Wetter vor, so wie es scheint. Ja, ich mag keine Sonne bei den Aufnahmen. Es ist dabei die besondere Eigenschaft des Tageslichts, die Ihren Bildern diese Stimmung gibt, fast etwas von Traurigkeit. Sehen Sie das auch so? Ich glaube eigentlich nicht, dass meine Bilder traurig sind. Manche Leute sagen zu mir, die Mädchen auf deinen Aufnahmen sind einsam, deine Mädchen sind traurig. Dann antworte ich, das ist Blödsinn, sie lächeln nur nicht. Man muss doch nicht unbedingt traurig sein, wenn man nicht lächelt. Aber viele sagen, warum immer nur Mädchen, allein am Strand? Sie sehen so traurig aus, so alleingelassen und überhaupt. Und ich glaube nicht, dass sie traurig sind, dass sie alleingelassen sind. Sie sind nur einfach deswegen am Strand, weil sie da sind. Nachdem Lindberg in der Werbefotografie gearbeitet hatte, wandte er sich der Modefotografie zu. Denn dieses Feld bot einfach größere künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten. Es waren die kalten, grauen Stimmungen, von denen seine Inspirationen ausgingen. Les violettes sont fantastiques. Bon, fantastique, fantastique. I'm showing a little bit from the outside. That's it. No, okay, just a little bit. Fantastic, fantastic, fantastic. This is fantastic. Even close your eyes, Linda, if you want. Even close your eyes. Linda, what's this? Oh, no. Okay, okay. Thank you.
Die Originalität der Bilder Lindbergs offenbart sich in der Art und Weise, wie er die Aufnahmen anlegt. Er erfindet eine Situation, inspiriert durch eine Erzählung, die er sich vorher überlegt hat. Aber er gibt seinen Modellen auch die Freiheit, sich frei zu bewegen, im Rahmen der von ihm vorgegebenen Geschichte. Seine grafisch sehr klaren Vorstellungen verbinden sich so mit der Erzählung, was zu ganz außergewöhnlich originellen und kühnen Aufnahmen führt. Lindberg fügt zur Fotografie ein Element von Dramatik und Realismus hinzu. So gelingt es ihm, die duftigen Kleider seiner Modelle darzustellen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Vielleicht sollte man noch etwas anderes Wichtiges hervorheben, das Dramatische in den Bildern. Sie verwenden Industrieanlagen als Hintergründe, Ansammlungen von Schornsteinen, oft Maschinenanlagen, die erschreckend aussehen, ungeheuer groß. Ich meine, was mich angeht und überhaupt, ich glaube, ich habe es schon gesagt, mir gefällt dieses Metropolis. Und dies verweist auf eine Verbindung zum Film. Ich weiß nicht, ob das immer schon so war. Ist Ihnen das richtig bewusst oder ist das nur ein Zufall? Ich habe Metropolis schon immer geliebt und liebe es auch heute noch. Metropolis ist für mich so eine Art Schlüsselerlebnis. Vielleicht hat das mit Deutschland zu tun oder so etwas. Jemand hat auch einmal gefragt, warum ich lieber Schwarz-Weiß-Aufnahmen mache. Da habe ich geantwortet, ich fühle Schwarz-Weiß. Ich sehe in Schwarz-Weiß. Alles, was ich sehe, sehe ich in Schwarz-Weiß. Es kann auch daher kommen, weil ich in Deutschland aufgewachsen bin, im Ruhrgebiet. Da gibt es viel Industrie, Schwerindustrie, überall. Und ich mochte schon immer, auch als Kind, meine ich, diese Industrie, diese Architektur, all diese Industrieanlagen, die drehenden Räder, die rauchenden Schornsteine und das alles. Ich habe in dieser Industrielandschaft richtig gespielt, wissen Sie? Deshalb war mir das alles vertraut. Und daher kommt das eben alles. Und später habe ich dann Metropolis wiedergesehen, über Fritz Lang geschrieben, und so kam alles zusammen. Es kommt eigentlich von beiden Seiten her, meine ich. Es scheint mir, wenn ich mich gerade in dieser Ausstellung so umschaue, dass die Einflüsse auf Sie und das, was Sie so einzigartig macht, nicht speziell von der Fotografie herkommen und auch nicht von der Modefotografie, sondern mehr vom Film. Bitte, dies ist meine persönliche Meinung und ich würde gern wissen, was Sie darüber denken. Ich sage dies wegen der Geschichten, wegen des Geschichtenerzählens, das Sie in Ihren Bildern immer wieder gerne verwenden. Und außerdem beeindruckt mich, dass Ihre Arbeiten als Serien konzipiert sind. Als Serien mit jeweils ganz individuellen Einzelaufnahmen.
Ich meine, der Einfluss vom Film her ist zunächst einmal die Geschichte. Wenn ich also eine Serie von Modeaufnahmen machen soll, besteht das Problem zunächst darin, dass ich 12 Bilder machen soll und einen Weg finden muss, wie ich sie mache. Man kann 12 Bilder machen, indem man die Personen von links nach rechts gehen lässt. Man kann aber auch eine Geschichte erfinden. Und wenn man eine Geschichte erfindet für eine solche Serie, wird alles viel leichter und jedes Bild bekommt einen Inhalt. Dann wird das Fotografieren viel leichter. Dies war eine Geschichte für die italienische Ausgabe von Vogue. Es ging um eine Schriftstellerin, eine Alkoholikerin, die im Winter nach Biarritz kommt, dort in ihrem Hotelzimmer bleibt und versucht zu schreiben. Da sind wir in das Hotel gefahren, haben uns ein Zimmer gemietet und das Hotel wurde zugemacht. Es war ein sehr altes Hotel, direkt am Strand, ein sehr schönes Hotel. Und dabei kam eine Geschichte heraus. Hier steht sie. Es regnet gerade und sie ist auf dem Weg zurück ins Hotel. Und der Karton auf dem Boden ist ein Karton mit 12 Flaschen Whisky. Die nimmt sie mit auf ihr Zimmer. Hier ist sie im Hotel. Aber dann mag ich es auch nicht, wenn die Geschichten zu genau werden. Es muss Raum bleiben für die Gedanken. Man muss selbst etwas dazu tun. Die Leute sollen die Bilder sehen und selbst etwas hineinlegen können. So können Sie eine Schriftstellerin darin sehen oder ein Modell in der Nähe eines Hotels beim Trinken. So lasse ich die Geschichte immer ein bisschen offen und sage dabei nicht alles. Hier steht sie ganz oben, auf dem Dach, im Regen, mit der Schreibmaschine im Hintergrund und einem Stuhl. Und dann verlässt sie das Hotel. Und das ist nur eine von vielen Geschichten, die einem dazu einfallen können. Peter, etwas, das mich besonders interessiert in der gegenwärtigen Situation, ist dies. Es scheint eine veränderte Beziehung zu geben zwischen der redaktionellen Seite in einem Modemagazin und der Werbekommission. Üblicherweise hatten Sie in der Vergangenheit, wenn Sie für die Werbung gearbeitet haben, nur sehr wenig Freiheit. Mehr Freiheit, um sich als Fotograf auszudrücken, kam für Sie erst, als Sie redaktionell für ein Magazin gearbeitet haben. Und heute scheint es sogar so, dass Sie völlige Freiheit haben, sich so auszudrücken, wie Sie es wollen, wenn Sie für Kunden wie Mariella Burani, Azzedine Alaia, Comme des Garçons arbeiten. Ich schlage etwas vor und sie nehmen es. Manchmal sagen sie wegen der Kunden, dass man das wichtigste Design nicht auf die letzte Seite setzen kann. Dann ändern sie das eben. Aber das kommt sehr selten vor. Ich meine, dass bei dieser Art von Geschichte die Reihenfolge sehr wichtig ist. Denn später, wenn man die Seiten verändert, weil sie das so nicht wollen, aus irgendeinem Grund, dann versteht man die Geschichte nicht mehr. Deshalb lassen Sie mich das machen. Ich lege die Seiten zusammen und sage, ich hätte das gern so, so oder so. Und dann wird das auch so gedruckt. Okay, so beautiful, it's beautiful. Come in. Fantastic. Frank, don't look down. Don't look somewhere. Look somewhere. Okay.
Okay. Perfekt, oui, parfait. Jo, c'était bien. Perfekt. Nein, 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 von hier. Wir sollen wissen, wissen, wissen. Das ist das Video. Elisabeth, Elisabeth! Das ist broken, oder? Wie ich weiß, haben Sie Kunst studiert in Berlin und Krefeld. Und da haben Sie als konzeptiver Künstler gearbeitet. Und es würde mich wundern, wenn diese, vielleicht darf ich sagen, sehr intelligente Methode, mit der Sie bei Ihren Aufnahmen vorgehen, nicht in Verbindung gebracht werden könnte mit Ihrer Ausbildung als Künstler. Ich meine, ist es unrealistisch zu sagen, dass eine Verbindung besteht zwischen Ihren konzeptionellen Kunstwerken und Ihren Aufnahmen? Ich glaube nicht auf intellektuellem Weg, aber auf visuellem. Schon möglich. Peter, das heißt für mich Qualität in jeder Beziehung. Ich denke, es ist manchmal mehr so eine Art Herausforderung, mit ihm zu arbeiten. Denn man weiß nie, was noch alles kommen kann. Er kann immer ganz plötzlich eine Geschichte erfinden. Er kann dir, verstehst du, eine kleine Geschichte zum Nachdenken geben. Verstehst du, er ist... Manchmal ist er mehr so eine Art Regisseur. Während er doch der Fotograf ist. Und ich denke, er arbeitet voll und ganz mit dem Herzen. Ich habe Lindberg gewählt, weil ich seine Arbeit sehr liebe. Es gibt nicht viele Fotografen, die ich mag. Aber er gehört dazu, zu denen, die ich bevorzuge. Und ich wollte mit ihm arbeiten, aber in einer totalen Freiheit. Er sollte alles machen können, was er wollte. Also ich habe mich überhaupt nicht angemischt. Ich wollte, dass er Bilder ganz nach seinem Geschmack macht, völlig frei. Er beschäftigt alle Leute, die Mannequins und auch die Maskenbildner, die Coiffeure. Die Arbeit ist immer ganz stark und intensiv. Es kommt selten vor, dass man mit solchen Leuten arbeitet, denen es gelingt, aus einem einzigen Foto ein Bild werden zu lassen. Die meisten anderen sind eben Modefotos, aber bei Peter ist das nicht so. Das ist etwas anderes, das ist eine Stimmung, das ist ein Licht, das sind viele Dinge gleichzeitig. Oh, you walk in the dress and you hold the coat just in the hand. Better. Otherwise I have all these problems that...
I see only the color, it's not just in shade. No? Yeah. So try? Yeah. Es ist ganz toll, es macht Spaß, es ist interessant, es ist. Ich finde es super. Für mich ist es das erste Mal, dass ich mit Peter arbeite. Aber natürlich hatte ich vorher schon von ihm gehört. Und ich war wirklich überrascht, wie einfach die Arbeit mit ihm ist. Wie er es schafft, dass du dich ganz natürlich fühlst. Gar nicht so, als ob jetzt eine Aufnahme gemacht wird, verstehst du? Denn er erzählt dir eine Geschichte und es ist eben mehr als ein Foto oder als wenn man nur im Studio oder sonst wo ist. Für mich ist es überhaupt nicht schwierig, mit Peter zu arbeiten, denn er ist jemand, den ich sehr mag. Er arbeitet voll und ganz mit seinem Herzen und ich auch. Und das ist wunderbar. Great, great, great. Das geht aus, ist voll, okay. Also ich habe vorher noch nicht als Model gearbeitet, aber wenn ich so über die Arbeit mit Peter nachdenke, muss ich sagen, dass es überhaupt nicht schwer ist. Ich glaube, er macht es einem sehr leicht, mit ihm zu arbeiten. Das sind Trefferkloche, ne? Hä? Moment mal, sag. Et le derrière, au fond de deck, le mec, c'est une meuf. Ich bewundere ihn wirklich, wissen Sie, für das, was er macht. Ich glaube, dass er jemand ganz Tolles ist und es macht Spaß, für ihn zu arbeiten. Hey, wenn, just go un tout petit peu plus vers là. Just over here. Just over here. Okay, yes. Yes, il va faire beaucoup de vent pour faire bouger le sable. Mais don't look at the camera, don't look at the camera. Just to see a look. On peut tourner le ventilateur vers là. It's okay for you. It's okay for you. Still here, it's only sandstone, beautiful.